So, hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. In der letzten Folge haben wir die Team Rocket Geheimbasis weiter erkundet und den Team Rocket Vorstand Lambda und die Team Rocket Vorständin, sagt man das? Ich weiß es nicht. Athena haben wir auf jeden Fall umgeklatscht. Und jetzt sollen wir diesen Generator oder was auch immer das ist ausschalten, der irgendwelche Signale aussendet. Ich glaube, da werden die Pokémon dann richtig mad und genau, machen krassen Scheiß. So. Gut, Schrotti gegen Elektro ist natürlich eine dumme Idee, deswegen nehmen wir Tornupto und wir müssen jetzt diese Elektroballs hier umklatschen, weil die powern den Generator. So, habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht. Habe ich mich nochmal wiederholt? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ja. So, Feulix. Level 23 sind die Dinger nur. Da hätte ich fast was anderes gleich rauspacken können. Naja, egal. Klatschen wir sie weg. Nummer 1. Ich werde da übrigens... Ich habe nämlich kurz nachgedacht, ob ich mir eins fangen soll von denen, aber... Ich glaube nicht. Weil, was will ich damit? So. Und noch ein Elektroball. Wir töten unschuldige Pokémon. Heißasa, ist das ein Spaß. So, gut. Flammensturm. Das dürfte dich auch umbringen. Ja, ja. Unser nächstes Ziel, weil ich glaube, danach kommt ja direkt die Arena. Dürfte jetzt aber erstmal sein, mal zu gucken, dann, welches Level die Arena ist. Und dann, so. Und dann, hier. Mal zu gucken, ob dafür unser Level von den Pokémon schon reicht. Weil soweit ich das noch in Erinnerung hatte, hatte der Arenaleiter dieser Stadt ein Yugong. Und Yugong ist ein bisschen ungünstig, insofern, dass es Wasser ist und unser... Okay. Und unserem Dingens ziemlich wehtun wird. Siegfried. Okay. Ich glaube. Ein Moment. Das haben wir gleich. Oh, really? So. Da sind wir wieder. Siegfried. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte... damit sollte mit dem See nun auch wieder alles beim Alten sein. Ich glaube, der hat jede Folge eine neue Stimme, weil ich mir die alte nicht merken kann. Das ist schön. Okay. Am Endeffekt haben sie doch am Ende eh immer dieselbe. Na gut. Das haben wir alles dir zu verdanken. Lass mich dir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja. Hier, nimm das doch bitte mit. Das habe ich vorhin gefunden, aber habe keine Verwendung dafür. Ah, was macht das denn? Oh. Das nennt sich Whirlpool. Bringe das ein Pokémon bei, um selbst stürmisches Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der Arena von Maragonia City wird dir das nicht gelingen. Aufgepasst also. Brain, man sagt, der Weg zum Pokémon-Champ sei hart und steinig. Willst du es dennoch versuchen? Oh, aber ja. Du hast völlig recht. Wer so leicht aufgibt, hat wohl auch nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann mal. Ja, ist gut, Champ. So, Whirlpool. Whirlpool. Ja. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass King Julian das lernen kann, aber wenn er das lernen kann, dann okay. Willkommen im Team, VM-Hure. Jetzt endgültig VM-Hure. Wunderbar. Okay. Er kann das lernen. Sehr schön. Dann, muss ich ja nur noch den Ausgang finden. War der da? Ja, okay. Ach, da ist ja der Teleporter gleich. Gut, haben wir, die Dingens abgeschlossen. Sehr schön. Team Rocket versteckt, das war's. Jetzt ist auch die Antenne frei. Wunderbar. Ich denke, als nächstes wird sowieso sofort der Typ von Maragonia City kommen. Die Sache ist... Wollen wir das? Moment, ich werde mal ganz kurz...
Da wollte ich nicht hin. Ich will ganz kurz mal was googeln. Mahagonia City. Und dann gucken wir ins Pokewiki. Da steht ja immer alles drin. Okay, Norbert. Ja, in der Tat. Der hat alle Pokémon, die ätzend sind, gegenüber Feuer-Pokémon. Aber die Level von dem sind ziemlich low. Okay. Dachte ich jetzt nicht. Aber gut. Der Eispreis, bla bla. Okay. Mit einem Kampf-Pokémon wird man keinerlei Schwierigkeiten haben, sagen sie dir. Ja, die haben halt. Die haben halt überhaupt keine normalen Eis-Pokémon. Ist das. Das ist aber doof. Okay. Haben wir denn Kampf-Pokémon? Nicht so wirklich. Gericht? Nee, du auch nicht, ne? Gericht? Nee, du auch nicht? Ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. So. Norbert ist ein Veteran, der sein Pokémon schon seit fast 50 Jahren trainiert. Wie du siehst, ist seine Arena außerdem von einer dicken Eisschicht umgeben. Aber in dieser eisigen Umgebung schlottern Norberts Gegner die Knie, nicht nur aufgrund der Kälte. Bist du bereit für die Eiszeit? Heiz sie mit der brennenden Glut deines Ehrgeizes mal so richtig ein. Okay. Mach ich. So, das ist jetzt wieder so eine Rätselarena. Und den Trainer müssen wir gleich passieren. Diese Pokémon-Arena hat lustigen Boden, lustig, bla bla, aber wir sind nicht da, um rumzublödeln. Ja, rutschiger Boden. In der Tat. Und ich find's gerade ein bisschen doof, dass die hier alle solche Idioten-Pokémon haben. Entweder vom Typ Boden oder vom Typ Wasser, weil mein Feulix dagegen recht schwach ist. Aber gut, es hat Ausdauer eingesetzt. Von dem her alles in Ordnung. Und ich dachte jetzt, die Arena wird easy going, aber gut. Und nochmal ein Quiekel. Na gut, damit kommen wir noch klar. Damit sollten wir noch klarkommen. Ja, okay, sehr gut. Dagegen können sie noch nicht so viel machen. Snowboarder Kuno ist down. So, dann einmal so. Hey du. Ich will trotzdem alle Trainer mitnehmen. Um zu Norbert, unserem Arenaleiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du losrutscht. Okay. Denken. Denken. Was das? Nix gut. Kann ich nicht. Okay, die sollte kein Problem darstellen. Das dürfte sich schnell erledigt haben. Ja, doch, ja. Eigentlich schon. Okay. Na ja, okay. Beim Skifahren würde ich nie gegen dich verlieren. Ja, das stimmt. Skifahren kann ich überhaupt nicht. Wir mussten ja. Also wir mussten das in der Schule zu diesem Skilager fahren in der 7. Klasse. Oh, ich war zu dumm, mein Leben lang Ski zu fahren. Kann ich gar nicht. Ich glaube, ich hab's verkackt. Ja, habe ich. So. Bis heute kann ich es nicht. Anständig. Ich habe den Anfangshügel, den habe ich noch mit Spaß gemacht. Und dann ab der ersten Piste war es mir ja dann zu gefährlich, sage ich jetzt mal. So, du willst kämpfen. Kämpfen! Was hast du denn? Jurob. Uncool. Aber Level 25. Ich denke, das sollte unserem Zertrümmerer nicht allzu sehr standhalten können. Okay, doch, mehr als geplant. Wasserregen aber. Okay. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Was macht denn ein... Ich vergaß. Was macht denn ein Zertrümmerer?
Okay, genug Schaden. Dann ist ja gut. So, 535. Okay, du hast noch mehr. Ja, dann. Dann, Schrotti. You can do it. I believe. Mir fällt gerade so auf. Mir fällt gerade so auf, laut unserer Regeln, unseren Regeln, dürften wir ja Dingens gar nicht hernehmen, also Feulix, weil der über Level, also dem Arenaleiter 1 höher ist. Das war in der letzten Arena schon so, da war es tatsächlich my fault, aber jetzt kann ich ja theoretisch gar nichts dafür, weil in der letzten Arena waren die Pokémon höher und bei dem ist das stärkste Pokémon 1 Level tiefer als bei der anderen und deswegen ist das bisschen doof. Aber gut. Was will man machen? Okay. Das war der Snowboarder Luis. Ja, von mir solltest du Angst kriegen, weil ich richtig stark bin. Lass uns kämpfen. So, die Sache ist... Nee. Ich glaube, es muss so... Kann das? Ich glaube, es war falsch. Egal. Ach, lol, da ist er ja schon. Na gut, sieh dir meinen Parallelsprung an. Mach ich, kein Ding. Stiefahrer Svenja. Auch nur mit einem Yugong. Das Dumme ist, ich habe Schrotti nicht standardmäßig nach vorne gelegt. Das sollte ich ändern. Okay, na gut. Dann ist ja nicht so schlimm. Dann ist ja nicht so schlimm. So, Yugong. Ja doch, aber Yugong hält ziemlich viel aus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Horst aus der Arena auch Wasserring einsetzt. Oh, und ist auch noch schneller. Das ist doof. Aber gut, seine Attacken machen mir überhaupt keinen Schaden. Also ich glaube, mit Schrotti sollte ich hier schon recht gut durchkommen. Ja. Yugong weg. Und das war Skifahrer Svenja. Jetzt ist sie weggerutscht. Na, das ist ja traurig. So. Die Frage ist... Also dich kann ich so herausfordern? Ah ja, okay. Ich verstehe es. Ich verstehe das Prinzip. Eine Herausforderung von Snowboarder Eddie mit einem Muschers. Und ich Trottel hab schon wieder vergessen. Na, egal. Egal. Flammensturm. Okay. Das macht definitiv Schaden. Nee, nicht die Fledermaus. So, du kommst dran. Schrotti. Again. So, Funkensprung. Okay, das zählt die Flinkklaue. So, Jurob dürfte ja Instakill sein. Es ist immerhin 10 Level unter mir. Ja, okay. Ich finde es halt immer noch doof, dass ich keine anständige Elektroattacke habe. Es möchte mir missfallen. So, Austausch hast du noch. Na, dann wollen wir mal gucken. Aber du dürftest eigentlich auch relativ Instakill sein. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Ansonsten... hatte ich Unrecht. So. Nein, okay. Aurora-Strahl. Okay. Eissplitter. Okay. Wie du meinst. Gut, aber das war's. Definitiv. So, Schrotti Level 36. Und Snowboarder Eddie down. Gut, wunderbar. Dann werde ich aber noch mal ganz kurz mein Pokémon heilen gehen.
und nochmal ganz kurz ins Kaufhaus schauen, weil ich glaube, da gab es noch eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich haben möchte. Bevor ich den Arenaleiter herausfordere. Mutter. Aha, aha. Nützliches Item. Okay. Ja, wie immer. Danke. Was hast du mir denn Schönes gekauft? So, einmal heilen bitte. Gut, die sind voll. Und dann fliegen wir hierher. Wir tauschen die zwei. Und wir gehen ins Kaufhaus. Und ich glaube, die Regel mit dem, man darf den Arenaleiter nicht überleveln, werde ich nochmal überdenken. Weil ich werde jetzt eh nicht 10 Level drüber farmen, weil ich das ja alles aufnehme und das wird viel zu lange dauern. Aber ich werde jetzt definitiv nicht mich absichtlich umbringen lassen von dem, nur weil ich jetzt wegen einem Level meinen Schrott hier nicht benutzen darf. Das nicht. Also die Regel ist, na, ihr wisst Bescheid. Schon einigermaßen aktiv, aber jetzt nicht so krass streng. Sagen wir, ich muss im Rahmen bleiben. Ja, also so maximal 3 Level drüber. Um den Dreh rum. War denn die? Nein. Okay. Noch eins. Aber jetzt. Ja. Genau. Das dürfte es gewesen sein, was ich wollte. Und jetzt. Ja. Sleeperino. Ist eventuell sogar interessant. Das ist eventuell sogar interessant, aber die Sache ist die, und ich bin überrascht, wie viel King Julian lernen kann an Attacken von jedem dreckigen Typ. Die Sache ist die, dass ich dann doch lieber dem Pokémon Donner gebe, was Depp drauf hat. Davon abgesehen, dass Sleeperino kein Regentanz kann. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn er den Donner hat und nicht jemand anderes. So, dann verkaufen wir noch unser Nugget, das ich hier gerade noch entdeckt habe. Dankeschön. Und den brauchen wir auch nicht. Wunderbar. Okay. Sehr gut. Dann herzlich willkommen, Stockwerk ins Erdgeschoss. Wunderbar. Dann gehen wir raus. Dann fliegen wir. Moment, wir fliegen noch mal ganz kurz wohin, wo es einen Pokémon-Supermarkt gibt.
Es sei denn, im Kaufhaus geht das auch, dann habe ich es einfach übersehen und nicht drauf geachtet. Aber wir gehen noch mal ganz kurz wohin, wo es einen Pokémon-Supermarkt gibt, weil ich mir noch meine Sachen abholen möchte, die Mutti gekauft hat. Schukebären. Okay. Was machen die? Die machen... Okay. Die machen das. Gut. Das ist schön, wenn die das machen. Dann... Dann würde ich sagen, gehen wir kurz ins Pokémon Center an den PC. Und bewegen. Dich darüber. Denn du bist tot. So. Ist Sandani auch gestorben? Ich bin mir nicht sicher. Gut, dann bewegen wir dich weg. Du kannst gar nichts ausrichten. Dich weg, du kannst gar nichts ausrichten. Du bist Flug. Hauen dieses Kleinstein noch hin. Das ist von mir aus anwesend. So, dann Arbok. Und ich würde sagen, das passt soweit. Der Rest kann ja immerhin irgendwas machen. Ja. Gut. Nein. Gar nicht. So, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal für diese Folge von Pokémon Heart Gold. Und in der nächsten Folge schauen wir uns... Ach, fuck. Ich habe mein Flug-Pokémon rausgetan. Okay, in der nächsten Folge schauen wir uns dann... Mahagonia City an und ich würde sagen, wir treffen uns dann einfach in Mahagonia City wieder. So. Bis dahin. Ciao.